Fragebögen sind im 19. Jahrhundert groß in Mode. Jenny, die Tochter von Karl Marx, lässt Familie und Freunde ihre Bögen ausfüllen. Auch Friedrich Engels steht Rede und Antwort. Ihre Lieblingstugend? Fröhlichkeit. Eigenschaft beim Mann? Sich um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Bei der Frau? Keine Sachen zu verlegen. Haupteigenschaft? Alles halb zu wissen. Held? Keiner. Keine Helden. Dafür ein gesundes Lebensmotto. Take it easy. Hier ist zu sehen meine Hängematte, enthaltend mich selbst, wie ich eine Zigarre rauche. Engels zeichnet gern, mit spitzer Feder, treffsicher, auch sich selbst. Wir haben jetzt Fechtstunde. Ich schlage alle Woche 4-mal. Heute Mittag auch wieder. Auf der anderen Seite kannst du mich beschauen, wie ich haue. Wie alle geistig souveränen Menschen hatte auch Friedrich Engels ein ungeheuer freundliches Naturell. Noch im Alter wird sein ehrliches Lachen bewundert von Verwandten, aber auch von Gegnern. Humorvoll und ironisch. So zeigt er sich auch in seinen Briefen und Zeichnungen. Du siehst, dass ich gemalt bin, als ich wütend war. Die Zigarre wollte nämlich nicht ziehen. Friedrich Engels hatte nicht nur natürlichen Humor, der also aus der Seele kommt, sondern auch, das zeigt sich ja auch in seinen Schriften, er konnte durchaus bis ins Satirische hinein sich ausdrücken. Meine Herren, hier sehen Sie moderne Charaktere und Zustände. Zeitgeist. Frauenemanzipation. Der noble moderne Materialismus. Moderne Zerrissenheit. Emanzipation des Fleisches. Friedrich Engels war eine sehr ambivalente Figur. Mit Licht- und mit Schattenseiten. Einerseits wird er beschrieben als ein Mann schon fast militärischer Disziplin. In der Familie Marx wird er auch nur als der General benannt, also als der General. Und er wäre auch gerne Offizier oder General einer Revolutionsarmee gewesen, die gegen also die Monarchen und die Autokraten Kontinentaleuropas zu Felde gezogen wäre. Auf der anderen Seite war er ein Mann fast anarchistischer Lebenslust. Meine teure Schwester, ich bin dein ergebener Friedrich. Also er konnte in einem First-Class-Hotel den richtigen Umgangsformen Austern essen und genauso in einer Arbeiterkaschemme mit Bier umgehen. Ein sehr angenehmer Mann. Der seine Umgebung scharfsichtig aufs Korn nimmt. Diese Bilder waren gestern in der See zu besichtigen. Für männliches und weibliches Publikum. Seine Beziehung zu Frauen ist ungewöhnlich. Liebe ja, aber die bürgerliche Ehe lehnt er vehement ab. Eine echte Partnerschaft müsste auf Liebe und auf Vertrauen basieren, braucht weder die Zustimmung des Staates und müsste eben vor allen Dingen auf der Unabhängigkeit beider Partner beruhen. Und es scheint so, dass er versucht, zumindest dieses Ideal mit Mary und später dann auch mit Lizzie Burns zu leben. Wer zu seinen engsten Vertrauten gehört, kann sich Zeit seines Lebens auf ihn verlassen. Engels ist ein wirklich ausgesprochen loyaler Mensch, dem Familie und dem Freundschaft so ein bisschen über alles ging. So kommt er mir in den Quellen entgegen. Und der in seinen Briefen seine Freunde und Familie mit selbstironischen Beschreibungen und treffsicheren Zeichnungen unterhält. Als ich wiederkam, steckte ich mir eine Zigarre an, um mich in die Hängematte zu legen. Sie brach aber gleich unter mir zusammen. Heldin. Zu viele, um eine zu nennen. Schriftsteller. Goethe, Lessing, Dr. Samuelson. Maxime. Keine zu haben. Motto.
Immer mit der Ruhe. Take it easy.